Im Märkischen Viertel in Berlin ist Rapper Archie mit seinem Kumpel Jan auf dem Heimweg. Das Video zu seinem neuesten Song hat er im Kasten. Doch die Karriere ist nicht das Einzige, über das er grübelt. Ja, siehst du ein bisschen mitgenommen aus. Ja. Was passiert? Viel Stress momentan. Weißt du, so einerseits probiert man irgendwie so, komm, wir rauchen meine. Ja, irgendwie. So einerseits probiert man irgendwie sein Leben auf die Reihe zu kriegen, so ein bisschen Stabilität zu schaffen, aber irgendwie kommt einem immer was dazwischen. Kennst du ja, wie das so ist, so ein Viertel. Ja, na klar. Ja. Aber trotzdem. Ja, ich will nicht lange drum herumreden. So, da ist eine Kacke passiert, weißt du? Eine Anzeige steht im Raum. Keine kleine. Da waren da zwei Typen, die waren ziemlich betrunken so und haben es ziemlich krass auf Streit ausgelegt und so. Und wir aber nicht. Wir waren gut drauf, gute Laune, wollten einfach einen chillen, einen entspannten Abend haben. Und sind irgendwann bei mir vom Haus angekommen und dann ist eskaliert. Archie hat ein aufbrausendes Gemüt. Schon als Jugendlicher war er in krumme Dinge verwickelt, über die er nicht gerne spricht. Naja, es ist, also ich stand nicht mehr vor Gericht in die letzten 14 Jahre. Ich bin sehr temperamentvoller Mensch. Mich hat auch schon mal die Polizei angehalten und da hat man auch mal diskutiert und war auch mal ein bisschen frech, aber dass es tatsächlich zu großen Anzeigen kommt, ist sowas nicht. Und dann stand einer von diesen Menschen halt hinter uns und war extrem auf Streit hinaus. Wir haben es versucht, noch irgendwie zu beruhigen, die Situation. Dann ist es eskaliert, da sind Flaschen geflogen. Und als dann ein guter Freund von mir praktisch unmittelbar angegriffen wurde, habe ich mich leider eingemischt. Das heißt leider, weißt du, wir sind Straße, Digga. Also das ist, ja, machst du nichts, bist du ein Wichser am Ende, machst du was, hast du nachher mit Konsequenzen zu rechnen. Also vor dem Richter stand ich sehr oft, damals, in der Zeit vor meinen Kindern. Aber zum Gefängnis ist es zum Glück nie gekommen, aber ich war mit einem halben Fuß praktisch drin, schon fast. Man hat viel Mist gebaut, man war oft vor Gericht, man hat Mama viele Sorgen gemacht. Körperverletzung und Raub. Solche Delikte sollten der Vergangenheit angehören. Doch die guten Vorsätze hat Archie neulich über Bord geworfen. Und in dem ganzen Handgemenge, in der ganzen Eskalation, ist es dann dazu gekommen, dass der Typ dann am Ende einen Arm gebrochen hatte. Und dadurch, dass jemand aus dem Haus mich scheinbar dabei gesehen hat, hat er natürlich gesungen, weißt du. Und jetzt muss ich mich dafür rechtfertigen. Ne? Also eigentlich wollte man nur Kippen holen gehen und wieder nach Hause. Und jetzt steht man vor Gericht wegen gefährlicher Körperverletzung. Was könnte das im schlimmsten Fall für mich für Konsequenzen haben? Ich hoffe auf jeden Fall kein Gefängnis. Also der Richter wäre schon sehr skrupellos, wenn er mir eine vollkommene Gefängnisstrafe geben würde, weil das würde ja bedeuten, dass meine Frau praktisch alleine mit den Kindern sein müsste. Das wäre meine größte Sorge, darauf will ich gar nicht klarkommen, weil ich weiß, wie anstrengend es manchmal sein kann, auch für uns beide gleichzeitig. Wenn ich da nicht mehr da wäre zur Hilfe, das wäre schon sehr katastrophal. Ob das Gericht auf solche Umstände Rücksicht nimmt? Auf gefährliche Körperverletzung steht Gefängnis bis zu 10 Jahren. Doch mit viel Glück kommt Archie mit einer Geldstrafe davon. Also ich befürchte da sehr große finanzielle Konsequenzen in diesem Fall. Also allein meine Anwaltskosten werden bei ca. 2000 Euro liegen und das ist noch gar nichts. In solchen Fällen zahlt man normalerweise 4.000, 5.000 Euro. Aber dadurch, dass der Anwalt, der den Fall an sich nimmt und mir hilft, das ist ein Familienanwalt, den kennt man seit ca. 20 Jahren schon. Und der hat für mich noch einen sehr freundschaftlichen Preis gemacht sozusagen. Aber es sind ja nicht nur die Anwaltskosten, sondern da werden noch Strafen, Gerichtskosten, vielleicht Schmerzensgeld dazukommen. Also mit 5.000, 6.000 Euro muss ich da Minimum rechnen. Da stellt sich nur die Frage, wovon bezahlen? Archie hat keinerlei finanzielle Rücklagen. Doch der Hartz-IV-Empfänger hofft, bald als Rapstar richtig viel Geld zu verdienen. Vielleicht ergibt sich ja etwas, wo man irgendwie das Licht am Ende des Tunnels sieht, finanziell mäßig, dass ich da irgendwie einen Vertrag unterschreibe, musikalisch, wo ich dann das Geld zur Verfügung habe, um das alles zu begleichen. Das ist so die Hoffnung. Und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Mit normaler Arbeit hat es der 37-Jährige ja eher nicht so. Aber wie gesagt, ich würde sogar 10.000 Euro in Kauf nehmen.
Hauptsache, dass man mir die Chance gibt, draußen zu bleiben und zu zeigen, dass ich nicht der böse Mensch bin, als den man mich darstellt. Archie fühlt sich missverstanden. Nun muss er die Entscheidung des Gerichts abwarten. Das Märkische Viertel. Einst berühmt geworden durch eine musikalische Liebeserklärung von Skandalrapper Sido. Hier lebt auch Nachwuchsmusiker Archie. Auf 100 Quadratmetern mit 6 Personen, bezahlt vom Jobcenter. 4 Kinder, zwischen 1 Jahr und 8 Jahren alt. Langeweile kommt da nicht auf. Und immer dreht sich alles ums Geld. Was machst du jetzt, Schatz? Ich muss ein bisschen checken, hier, was da für neue Briefe gekommen sind. Ja. Und außerdem diesen Kack da mit dem Elterngeld, das muss ich ja auch noch klären. Mhm. Und den Schwachsinn, was sie damals geschrieben haben hier. Versagen? Ja, wegen dieser Versagen, ja, weißt du doch. Ja. Das muss ich auf jeden Fall klären, weil jetzt schon seit 2, 3 Monaten wird uns das Geld angerechnet beim Jobcenter, dass wir angeblich Elterngeld bekommen, aber haben wir schriftlich, dass wir kein Elterngeld bekommen und trotzdem rechnet das Jobcenter das an. Mhm. Obwohl Angelina nicht berufstätig war, hat sie durch Baby Adrian ein Anrecht auf die Pauschale von 300 Euro Elterngeld. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall haben wir den Antrag sinngemäß auch gestellt. Am Ende hat eine Unterlage gefehlt. Das haben wir dann nachgereicht. Nicht angekommen. Auf jeden Fall haben wir das dann 2. Mal gemacht. Das ist auch nicht angekommen. Naja, daraufhin auf jeden Fall hat dann die Elterngeldstelle entschieden, dass wir kein Elterngeld bekommen, solange diese Unterlage nicht eingegangen ist. Das Problem mit dem Elterngeld ist eine Kommunikationsstörung zwischen den Behörden und uns. Anfangs, unserer Meinung nach, war das ein Problem, was die Behörden unter sich irgendwie falsch geklärt haben. Es haben angeblich Unterlagen gefehlt. Eine Unterlage, die wir mehrmals eingereicht haben, ist nicht angekommen und irgendwann nach dem 3., 4. Mal haben wir uns verarscht gefühlt und haben es sein gelassen. Leider lösen sich Missverständnisse nicht einfach auf, wenn man sie aussetzt. Die Quittung kommt prompt. Der Witz an der ganzen Sache ist, dass wir dann vom Jobcenter ein Schreiben bekommen haben, wo drin steht, hiermit wird Ihnen das Elterngeld vom 1. Juli, glaube ich, 2022 bis zum 1. Juli 2023 wird Ihnen der Betrag von 300 Euro monatlich angerechnet, weil Sie Ihr Elterngeld bekommen. Angerechnet, das heißt vom Hartz-IV-Satz abgezogen. Wie findet ihr das? Scheiße. Scheiße? Was machst du denn da? Also da kannst du nicht dumm und dämlich telefonieren, da wirst du von einem Hörer zum nächsten geschickt. Ich leite sie da weiter, ich leite sie hier weiter, ich bin dafür nicht zuständig, aber das ist nicht meine Abteilung. Da macht sich keiner Gedanken drüber, was macht die Familie jetzt die 3, 4 Monate? Erst recht wegen solcher Krise, wo die Preise steigen. 300 Euro für eine 6-köpfige Familie monatlich weniger? Kann sich ja jeder denken, dass es nicht wenig ist. Wir reden ja nicht von 30. 300 mal 12, das sind über 4.000 Euro. 3.600 pro Jahr, um genau zu sein. Die fehlen dann schmerzlich in der Familienkasse. Das ist einfach unfair. Kinder genau. Brauchen Winterklamotten, Winterschuhe. Ja, genau. Da fehlen die 300 Euro natürlich. Blöd nur, dass sie den Antrag bereits seit 1 Jahr schleifen lassen. Denn genau so lange ist Angelinas letzte Geburt her. Aber schuld sind immer die anderen. Da sagt man, sitzen da wirklich nur Vollidioten, die Kaffee trinken? Also, das macht einen wütend. Das macht einen einfach nur wütend. Aber die Leute sind, glaube ich, genauso wie bei McDonald's an der Kasse, sobald der letzte Burger eingepackt wurde und die Minute kurz vor Feiern, gut, ich packe ein, ich habe damit nichts mehr zu tun, ab nach Hause. Die Menschen interessieren sich nicht mehr für die Gesellschaft, so jeder nur für sich. Das ist das, was mich so ankotzt an dieser Gesellschaft. Auf einmal wird Archies Gerechtigkeitssinn wach. Was er selbst für die Gesellschaft tut, damit das soziale Netz für seine 3.000 Euro monatlich aufkommen kann, fragt er sich nicht. Wie ist das Leben im Jobcenter? Habt ihr da Stress oder ist das stressfrei? Ja, früher war das, haben die eigentlich schon sehr unter Druck gesetzt. Ja. Früher haben die einen unter Druck gesetzt mit irgendwelchen schwachsinnigen Maßnahmen, wo man dann im Kreis sitzt und sich Ball gegen zuwirft, weil es dann hieß, ja, so, damit sie wieder ein Teil der Gesellschaft werden. Vielleicht brauchen manche das, aber ich brauche sowas nicht. Maßnahmen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt waren das. Für Archie unnötiger Firlefanz. Er will ja gar nicht arbeiten.
Und wie ist jetzt aktuell die Situation? Gibt es Stress mit dem Jobcenter oder lassen die euch noch? Jetzt aktuell finde ich eigentlich das Ganze entspannt mit dem Jobcenter, weil erst durch die ganzen Lockdowns waren die sowieso zu. Das heißt, die können dich gar nicht erst einladen und nerven. Die schreiben einen trotzdem an und wollen dann in irgendwelche Maßnahmen reinstecken. Aber wenn man dann nicht hingeht, hat man keine Strafe zu erwarten, sozusagen. Optimale Bedingungen für den Hobby-Rapper. Sanktionen sind dank Corona unter den Tisch gefallen. Das bedeutet, dass der ehemalige Kellner in aller Ruhe an seinem Plan vom großen Geld als erfolgreicher Rapper arbeiten kann.